Die Fronten sind völlig verhärtet. Beim Corona-Gipfel am Montag will die Bundesregierung mit Experten die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie evaluieren. Sperren wir im Laufe des März schrittweise wieder auf oder droht bis Ostern der Stillstand? Neben Gesprächen mit der Opposition soll gemeinsam mit den Landeshauptleuten entschieden werden, ob Gastronomie und Hotellerie mit Corona-Eintrittstests endlich wieder aufmachen dürfen. Die Zwangspause ganzer Wirtschaftszweige müsse rasch ein Ende haben, fordern alle Landeschefs und Wirtschaftskammerpräsident Harald Mara. Sie wollen rasch öffnen, spätestens aber zu Ostern. Auch 64 Prozent der Österreicher sehnen ein Comeback der Gastronomie herbei, wie eine Österreich-Umfrage zeigt. Eine rasche Öffnung steht aber auf Messers Schneide. Nichts spaltet das Land derzeit so sehr wie die Maßnahmen im Kampf gegen Corona. Bei allen Experten schrillen derzeit die Alarmglocken. So warnt Epidemiologin Eva Scherenhammer explizit vor weiteren Lockerungen. Schernhammer, die auch im Beraterteam des Kanzlers sitzt, warnt vor der extrem komplexen Situation, wie sie es nennt. Weitere Öffnungen könnte man guten Gewissens aber nur bei stabilen Infektionszahlen und der Gewissheit ankündigen, dass das auch so bleibe. Auch SPÖ-Chefin Pamela Rendi Wagner lehnt weitere Öffnungen ab. Sie warne davor, wäre für einen Weg der Sicherheit, Kontrolle und Vorsicht. Man möchte keine Situation wie wir sie in Österreich im November hatten, sagt sie. Die Zahlen hätten sich in den letzten zwei Wochen verdoppelt und man könne davon ausgehen, dass sich die Verdoppelung der vergangenen zwei Wochen fortsetzt. Die Bremse komplett durchgedrückt hat auch Gesundheitsminister Rudi Anschober. Die Entwicklung der Zahlen nennt er besorgniserregend, sagt er gegenüber der Tageszeitung Österreich. Entschieden wird die Öffnungsfrage aber erst am Montag. Ein möglicher Kompromiss? Die Gastro darf noch nicht Mitte März, aber zumindest Ende März, also noch vor Ostern, öffnen.